Sodele, liebe Community, damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ja, ich weiß, heute ist wieder der Tag des Angezockts. Heute Morgen gab es eine Runde Fernbus-Simulator und ansonsten ist heute wieder der Tag des Angezockts. Macht euch keine Sorgen, morgen geht es dann ganz normal mit Fernbus-Simulator und so weiter. Also macht euch da keine Sorgen. Ich habe mir nur gedacht, Wacken Racing Rally hört sich interessant an. Was gibt's denn da alles? Select Mode World Rally Cup. Ja, ich würde sagen, wir gehen natürlich in den World Rally Cup rein, oder? Beginner, Amateur, Professional. Wir sind natürlich ein Beginner. Ah, ich weiß, von welchen Machern das ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Speedway Champion oder was das da war, was ich da gespielt habe. Man sieht das schon an der Aufmachung. Ich weiß, von welchem Macher das ist. Okay. Darf ich mir aussuchen, was ich haben will und dann steht später noch, was man frei. Genau, die schaltet man dann frei. Boah, schade, der BMW, den muss ich freischalten, klar. Auch geil, 370Z. Ja, komm, wir fangen einfach mal. Wobei Speed ist da nicht so gut. Der sieht ausgeglichen aus. Komm, wir nehmen den, der sieht ausgeglichen aus. Ready. Let's Automatik. go. World Rally Cup Beginners, alles klar. Dann wollen wir mal. 3, 2, 1, go! Fahr doch. Easy right. Der hat aber jetzt ganz schön gebraucht, um aus dem Quark zu kommen. Okay, right. Ey, das ist ja wirklich voll in die Steinzeit versetzt. So hat Rally damals angefangen, also da fühlt man sich echt alt, da fühlt man sich voll in die Steinzeit zurückversetzt. Aber irgendwie cool, doch sowas ist cool. Auf jeden Fall besser als das Spiel, was ich heute Mittag hochgeladen habe. Also dieses Super Kids Racing Snow Edition, das war ja wohl mal ein Reinfall, aber gut, hat ja auch nur 1 € gekostet. Das hier waren jetzt 3 €, hier habe ich jetzt 3 € investiert, aber... Da muss ich schon wieder sagen, das sind schon wieder 3 €, die ich gut investiert habe, weil doch, sowas ist cool. So Retro-Klassiker, sowas finde ich, da werde ich gerne in die Kindheit von früher erinnert. Also doch, sowas ist cool. Ob das heutzutage noch sein muss, weiß ich nicht, wegen zeitgemäß und so. Aber wer sagt denn schon, was zeitgemäß ist? Jeder soll das machen, auf das er Bock hat, was einem Spaß macht. Und doch, sowas finde ich cool. Hoppala. Ja, ich muss mich hier erstmal reinfuchsen, wie ihr merkt, aber trotzdem ist es cool. 14. Aua, vor allem die Bande gekommen. Hilfe. Ja, die Steuerung, die ist sehr gewöhnungsbedürftig, also da muss ich mich dran gewöhnen. Ja, ist ja noch ein bisschen viel. Und wenn ich nicht auf Anhieb gewinne, ist auch nicht schlimm. Dann muss ich ja noch ein bisschen üben. Ich dachte halt, ein ausgeglichenes Fahrzeug macht Sinn. Aber ich glaube, ich hätte hier eher einen gebraucht, der gut in den Kurven ist. Wobei, so schlecht ist der hier eigentlich gar nicht. Man muss sich nur an diese Fahrphysik gewöhnen, die ist halt so ein bisschen eigensinnig. Ah. Ja, gefühlt bleiben die Gegner vor uns noch stehen, dass wir die einholen können, aber es ist ja auch der Beginners Cup. Checkpoint, easy left.
Ja, easy left, easy right. Ja, so easy dann auch wieder nicht. Halbe Rennen ungefähr weg. Ja, gucken wir mal, ob wir da noch was holen können. Auf jeden Fall ist das schon mal schön vielfältig. Von Tag zu Nacht, über Schnee, über Asphalt, über Dschungel, über Matsch. Also von allem etwas da drin in den Etappen. Also finde ich nice. Finde ich cool gemacht. Wie gesagt, da kommt wirklich Retro-Feeling auf von früher, von der Kindheit, weil die Spiele früher so waren. Also das ist ja wirklich Flashback sozusagen, also richtige Flashback-Vibes. Aber das ist kein Trash hier, das ist wirklich alte Schule, altes Gaming, wie es früher einmal war. Und ich finde, das hat auch in der heutzutageigen Welt noch eine Daseinsberechtigung. Wie gesagt, hat mich selber jetzt 3 Euro gekostet. Das ist okay, damit kann ich leben. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil ich jetzt im Beginners Cup schon relativ schwerfällig nach vorne komme gefühlt, dass das Spiel dann im Expert Cup auch zu Frustmomenten auftreten kann. Also ja, das ist der vierte. Komm schon. Da, wieder an der Tunnelmauer hängen geblieben. Komm, Top 3 haben wir schon mal, sehr schön. Vielleicht kriegen wir die anderen beiden ja auch noch, wäre ja was. Nein, 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 so natürlich nicht. Der Unfall könnte jetzt ein bisschen zu doll gewesen sein. Da vorne ist der zweite, da bin ich mal gespannt, ob wir den ersten auch noch rankommen. Aufpassen. Ah, wieder ein bisschen doll an die Bande gekommen. Aber halt typisch Arcade-Racer, ne? Arcade-Spiele. Einmal die Bande geknallt und man hört sofort dieses Klabum-Dusch und man wird extrem langsam. In der heutzutage Rennspiel-Ära, du fährst an die Bande und grindest einfach an der Wand weiter, als ob nichts wäre. Aber ein bisschen Meter haben wir ja noch ein bisschen viel. Vielleicht kriegen wir ihn hier noch. Ah, da ist er doch. Ah, da ist mein Rival. Ja gut, ist halt, wie gesagt, ist halt Beginners Cup. Das ist so gewollt, glaube ich, dass man Beginners Cup bis zum Ende aufholt und nach vorne kommt. Das ist, glaube ich, so gewollt, aber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad bei Medium oder bei Extrem hätte ich dann halt die Fehler nicht mehr machen dürfen. Der Flieger gerade links, der war auch cool für die, die den mitbekommen haben. Also ich habe wohl gesehen, dass da ein Flieger gestartet ist. Ja, jetzt kommt wieder so ein Wiesenabschnitt hier. Ja, und das ist viel. Ja gut, Renn 1 gewonnen. Sehr schön, so soll es sein. Winner! Und damit haben wir die Trophäe World Rally Cup Beginner sogar schon geschafft, okay? Ja, und dann zählt es schon als einmal durchgespielt sozusagen. Rockin' Racing Rally, ja, Game Design, wer es als gemacht ist, also das ist nicht viel, also das Spiel, wie ihr seht, beim Programm sind 1, 2, 3, 4 Leute dabei, also ist nicht viel, die an so einem Minispiel arbeiten, also da darf man auch nicht so viel erwarten. Marketing, okay, da sind dann noch die Dinge. Game Logo Design und so weiter ist okay, aber in dem Sinne quasi Spiel durch, ne? Skippen. Jetzt könnte man hier, steht da meine Zeit, 7:28, dann gibt es jetzt hier noch Amateur und Professionell. Wichtig ist aber, dass wir die Dinger schaffen. Dann gibt es hier noch eine Championship mit Bronze Cup, genau, da sind es dann 3 Runden. Downtown West, South Industrial und Park Labs, Silver Cup, Gold Cup. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in den Bronze Cup. Der ist nur langsam, dafür hat er eine gute Top-Beschleunigung und einen guten Grip.
Okay, der hat Grip und Beschleunigung gut, aber Speed nicht für gut. Der Speed super, Beschleunigung schlecht. Ja, keine Ahnung. Ich nehme den mal, weil viele von euch, die mögen ja Nissan Skyline und so, und da das so ein Nissan Skyline Fake-Verschnitt ist, nehme ich jetzt mal den hier. Let's go. Racers, get ready. Machen wir mal den Bronze Cup auf jeden Fall auch. Downtown West und dann, wie gesagt, dann schauen wir mal weiter. 3, 2, 1, go! Ja, im Speed war der nicht so gut, dafür aber ein Top-Speed. Mal gucken. Laps 3 Runden und wir sind Vierter, okay. Ja gut, ist nun der Bronze-Cup. Aber sowas gefällt mir persönlich natürlich viel besser, weil ich bin eher der, ja, der in dem Falle, ich würde mal sagen, was ist das hier? Rallycross? Nee, ist ja noch nicht mal Rallycross. Aber ich bin eher der, der gegen die KI halt über Rundenrennen fährt. Und das andere ist ja wie Rally-Modus. Rally Knock and Racing. Also doch, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ist halt echt alte Schule. Ist halt schon. Ich finde, das hat was. Aber wenn ihr euch erinnert, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Spiel genau hieß. Speed Champion oder Speed Championship habe ich auch hier in der Angezockt-Playlist drin, beziehungsweise ich glaube, davon habe ich sogar eine eigenständige Playlist mit 2 oder 3 Videos, viel war das nicht. Da habe ich mit euch die Meisterschaften gefahren, weil das Spiel auch, glaube ich, hier wie hier 3 Meisterschaften hat. Ich meine, damals wäre ich da mit euch 3 Meisterschaften gefahren, hätte die Meisterschaften euch gezeigt und das war es dann schon. Hier haben wir sogar ein kleines bisschen mehr Umfang, weil hier haben wir hier diese 3 Rennmeisterschaften und diese 3 speziellen Rallye-Stages. Und übrigens diese 3 Euro, die ich gesagt habe, die mich das Spiel gekostet hat, dieses Rallye Knock and Racing hier, hat sogar die PS4 und die PS5 Version. Das hier ist die PS5 Version, aber ihr zahlt dann einen Preis und kriegt direkt beide Versionen. Also habe ich in dem Sinne pro Version 1,50 Euro bezahlt. Das geht vollkommen klar. Und das sind sogar noch so Retro-Spiele, die machen auch wirklich Spaß. Also wie gesagt, also doch. Also das Spiel kriegt wieder meine vollste Empfehlung ausgesprochen, weil sowas hier macht sogar Spaß, also mir zumindest, definitiv. Aber keine Sorge, morgen bekommt ihr dann auch wieder eure volle Aufmerksamkeit und eure volle Belohnung. Morgen bekommt ihr dann definitiv wieder hier Simulations-Action mit Fernbus-Simulator und so. Also macht euch da keinen Kopf. Ich brauchte jetzt nur mal einen Tag mal was anderes, dass ich selber mal zwischendurch was anderes gespielt habe. Und da dachte ich nehme euch wie immer halt mit auf die Reise und denke mir, mache ich halt aus diesen kleinen Perlen halt ein Video raus. Gut, das Video, wie gesagt, von heute Mittag, das war jetzt keine Perle, das war heute Mittag, das war eher so, naja, gut Kinderspiel zwar, aber eher so ein bisschen schwächig. Aber das hier würde ich definitiv nicht als Schwäche bezeichnen, das hier würde ich schon als kleine Perle bezeichnen. Ist halt ein Indie-Racing-Game, ist halt Retro, aber trotz allem finde ich schon eine kleine Perle. Aber ist ja auch Geschmackssache, Geschmäcker sind ja bekanntlich auch verschieden. Halt down. Aber ich hätte gleich den Skyline nehmen sollen. Der kommt zwar am Start überhaupt nicht aus dem Quark. Aber vom Handling ist der hier viel, viel besser als der, den ich eben gefahren bin.
This race is on fire, ja genau, das haben sie bei dem anderen Racing Game nämlich auch gesagt. Bei diesen Speed Champions oder wie das da hieß, ich weiß es gerade im Kopf nicht, wie das andere hieß. Winner! Aber der eine oder andere, der das andere Video auch gesehen hat, weiß auf jeden Fall, welches Spiel ich jetzt gerade abziele und woran man sieht, dass es genau von den gleichen Machern ist. Da habe ich beim Kaufen ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, da habe ich echt nicht drauf geachtet. Aber man sieht es halt wirklich in der Aufmachung. Two, one, go! Ja, am Start geht gar nichts. Ja, Rival. Da wollte Rival mich schon beiseite schieben, lol. Ist ja auch bisher nur der Bronze Cup, also über die geilen Sprungschanzen und da ich wollte ein schönes Schmackes darum, aber leider bin ich kurz an die Bande gekommen. This race is on fire. auch diese Arcade-Sprüche dazu, das ist so geil. Ja gut, vielleicht feiere auch nur ich sowas, weil ich bin ja auch schon, hab da auch schon ein gewisses Alter erreicht. Und man kennt es halt von früher, man ist genau mit sowas halt wie gesagt aufgewachsen. Nein, nicht nur ich feiere sowas, es wird einige Menschen da draußen geben, die sowas feiern. Ansonsten würden die Entwickler sowas ja heutzutage nicht wieder entwickeln. Weil viele ältere Menschen, die sagen sich, boah, ich brauche kein AAA, Overhyped Game, sondern viele sagen sich, genau die Klassiker von früher wollen sie wieder spielen. Ja, da merkt man aber halt, dass man älter geworden ist. So, jetzt noch die Trophäe für Bronze Cup, sehr schön. Ja, und auch hier kommt dann wieder dieses Rock'n' Racing Ready am Ende mit allen Leuten, die dabei sind. Klar, die machen das halt echt nach jedem Cup. Genau, die zeigen da mit dem Game Design und so. Congratulations, you win the Bronze Cup. Und jetzt habe ich ein neues Auto gewonnen. Congratulations, genau. Den Abbey 55 and Silver Cup unlocked. Genau, der Silver Cup ist jetzt frei und ein neues Auto freigeschalten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Silver Cup fahre, schalte ich ein neues Auto frei und dann tue ich den Gold Cup entsperren. Also das ist schon gar nicht schlecht. Also die Sachen kann ich noch machen. World Rally Cup halt hier auch mit Amateur und dann wie gesagt professionell muss man dann machen. Ja, dann könnt ihr hier natürlich auch Time Trail fahren, ne? Also ich weiß nicht, was da so die Zeiten sind, wenn ich jetzt mal zum Beispiel, das werde ich jetzt hier nicht unbedingt schaffen. Multiplayer gibt es auch mit bis zu 4 Spieler, also Local Multiplayer. Daran wird dann wieder meine Platin-Trophäe scheitern, weil in der PS4-Version kann ich Platin machen, weil PS4
Version kann ich ja mit PS4 und 5er Controller spielen. Ich habe zwar mittlerweile 3 PS5 Controller, aber eben nur 3. Das heißt, da fehlt mir noch ein 4er. In der PS5 Version brauche ich einen originalen, brauche ich einen originalen 5er Controller noch, damit ich in der 5er Version Platin machen kann. Deswegen habe ich auch das andere Spiel damals nicht platiniert, weil von dem anderen Spiel gab es nur die 5er Version. Von diesem Rally Rockin' Racing, die PS4 Version, kann ich platinieren, weil ich in der PS4 Version, dann nehme ich einfach, ich habe glaube ich 2 oder 3 PS4 Controller noch, aber dann nehme ich einfach einen von der PS4, einer von der PS4 reicht, plus meine 3 5er Controller, zack, bumm, PS4 Version Platin. Also PS4 kann ich machen, aber das sage ich euch vorneweg, ihr braucht 4 Controller für die Dinger, damit ihr Platin schaffen könnt. Weil ihr müsst einmal ein 4-Spieler hier Local-Spiel machen. Training gibt's auch noch. Was kann ich denn hier trainieren? Einfach nur so Training? Let's go. Bei Training darf ich mir keine Strecke aussuchen, bei Training kommt einfach nur Training. Ja, dann mache ich das einfach mal, just for fun. Dann habe ich zumindest euch das Auto von den 3 Anfangsautos, die es am Anfang gab, auch gezeigt, freigeschalten. Aber Training darf ich doch so viele Runden machen, wie ich wollte, oder? Ja. Training ist einfach so ein Parcours, wo man rumfahren kann. Okay, das bringt also gar nichts in dem Sinne. Aber der ist auch nicht schlecht. Also die Karriere fährt sich gut. Okay, oder auch nicht, weil ich jetzt mal voll in die Bande gedonnert bin und mich weggedreht habe. Also der hier dreht sich leichter weg, wie die anderen Fahrzeuge. Aber generell muss ich sagen, fährt er sich auch nicht schlecht, aber gut. Ach, hier kommen auch die anderen Untergründe, wo man Underground, wo man vorhin war, okay. Ja, keine Ahnung, was das jetzt hier groß bringt. Aber was man hier machen kann, natürlich nicht mit dem, weil habt ihr gerade gesehen, 276 war Ende. Es gibt zum Beispiel eine Trophäe, wo man 220 km/h schaffen muss. Dann nehmt ihr einfach das Auto mit dem meisten Topspeed und dann sucht euch hier so eine Stelle aus, so eine lange Gerade aus und dann braucht ihr einfach nur Vollgas geben. Also das ist dann easy going auf jeden Fall. Aber der hier habt ihr ja gerade gesehen, der ging ja nur bis 167. Aber gut, da will ich euch auch nicht länger quälen mit dem sinnlosen Umherfahren. Dann würde ich sagen, auch hier war es das erstmal für das Angezockt. Vielen lieben Dank an alle, die wieder eingeschaltet haben. Egal bei welchem Video. Lasst auch gerne einen Kommentar. Und ein Like da oder nur eins von beiden, wie ihr wollt. Oder auch nichts. Das ist alles kostenlos, zwingt euch ja keiner, aber ich würde mich sehr freuen, was von euch zu lesen. Und auch Likes sind immer sehr gerne gesehen. Ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst natürlich auch sehr, sehr gerne ein Abo da und so weiter, weil das hilft mir und dem Kanal sehr weiter. Und nicht vergessen, schaut doch gerne in die Videobeschreibung rein. Da sind noch die Links von den Partnerkanälen mit drin. Von Tobi und Roman, die würden sich auch freuen. Im Allgemeinen, Support ist ja bekanntlich kein Mord und dann erstmal Peace over and out, euer Maulwurf. Solltet ihr noch die Champions, solltet ihr noch die anderen Cups hier sehen wollen, Silber und Gold, dann schreibt es in die Kommentare, ansonsten bleibt das bei dem Angezockt. Weil es ist ja doch sehr ähnlich aufgebaut wie das andere Spiel, was wir von den Machern schon mal hatten. Mehr wollte ich jetzt nicht. Jetzt aber wirklich Peace over and out. Bis dahin, euer Maulwurf. Ciao, ciao.